Da sind wir wieder, Leute. Boah, was ein Spielstand, Leute. Ich sage es euch. Ich sage es, wie es ist. Nervlich ist das hier eine ganz enge Kiste für mich. Aber es scheint zu funktionieren alles halbwegs. Aktuelles Problem ist jetzt auch noch die Brotproduktion so ein bisschen. Wir haben generell Probleme hier mit Brot, Weizen, dem ganzen Zeug. Wir verbessern hier die Wege. In der Hoffnung, dass das vielleicht nochmal irgendwie ein paar Prozentpunkte rausholen kann. Und ich werde auf Dauer mal gucken, ob ich irgendwie was finde, womit ich Brot und Bier schneller produzieren kann. Also es gibt ja so Upgrades. Das wäre halt echt der Wahnsinn, wenn wir davon eins kriegen würden, weil ich glaube, das wäre bitter nötig. Es ist mir unangenehm, aber ich muss diese Bitte vortragen. Es ist dir gar nicht unangenehm, du machst das schon zum 10. Mal. Ich aber das ist okay. Ich werde natürlich nicht für mich allein behalten. Ja, ja, komm, sei ruhig. Meine Augen? So. Nee. Die fällt auch nicht mehr auf die Schmeichel rein. Rein. Ich kann den Schatzschlüssel für 120.000 holen. Was hat die hier unten? Was kaufen wir hier eigentlich? Sie hat eine Indigo-Plantage. Unfassbar ineffiziente Aufteilung von Noria. Sie hat Gewürze, sie hat noch eine Indigo-Plantage. Das haben wir halt alles selber. Sie hat hier eine Druckerei. Ja, und sie hat halt Gesandte, ne? Hauptsächlich die Gesandten machen mich da an, muss ich sagen. Wir werden uns jetzt dem Bierproblem hier nochmal auf eine neue Art und Weise stellen. Wir nehmen mal ein paar mehr Steine mit, um hier dann auch nochmal nachlegen zu können. Denn ich ahne, dass das langfristig wird, das wirklich das größte Problem. Die Indigo-Plantage, woran liegt das? Dass sie keinen Weg hat. Okay, das ist sehr simpel beantwortet und auch sehr simpel gelöst. Kann hier doch irgendeiner von euch in die Kommentare geschrieben. Tut mir leid, dass ich da... ich nehme halt viel im Voraus aus, weil ich weiß, es wird Zeiten geben, wo ich wieder weniger Zeit habe. Ich will einfach, dass ihr jetzt mal für den Zweitkanal auch mal wieder langfristig Content habt. So. Was brauchen wir? Wir bauen wieder das hier nach, was wir hier hinten haben, ne? Ne, dafür reicht der Platz nicht. Der Platz, den wir haben, reicht dafür nicht aus. Um das so nachzubauen. Ein Markthaus möglichst so bauen, dass es mir nicht im Weg steht. Wie viele Felder sind das hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 Felder. Das heißt, wenn wir hier eine Straße bauen, habe ich 12 Felder Platz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, 12 Straße. Brauche ich irgendwo eine Straße? Ich denke ja. So. Hoffen wir mal, dass das alles richtig ist, so wie ich das gerade mache. Hier wäre erstmal eine normale Straße. Ich dachte, wir hier Blödsinn machen. Bauen hier oben noch eins hin. Weil mehr Markthäuser kosten natürlich ein bisschen was, aber wir haben auch immer wieder das Problem, dass die Leute nicht schnell genug die Sachen abholen. Das lösen wir ja quasi mit. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Gerberei. Die hat die ganze Zeit das Problem. Die ist nicht in Range von einem Markthaus, ne? Fehlt ein Holz. Legit? Ein Holz. Ah. Kann ich eins abreißen und wieder mehr in Range bauen. Dann ist die Salzmine nicht drin. Habe ich hier noch ein Markthaus? Nee. Guess we have to delete that one. Okay. Zurück zu unserem Problem hier. Also, wir bauen. Es ist schon fast ein Fluch, so perfekt zu sein. Okay, wir haben Getreideding. Wie habe ich das gebaut? Nach außen hin, die. Dann so. Dann den. Dann habe ich hier eine Mühle. Und
hier im Bäcker. Dann habe ich hier das nächste Getreidefeld. Das macht dann hier ein Ding. Hier ein Ding. Hier ein Ding. Dann habe ich eine Mühle. Eins nach vorne versetzt. Ein Getreideding. Was hier eins hat. Hier. Hä? Das Ding? Warum hat das drei? Das hat drei. Das hat vier. Ich glaube. Dann machen wir nämlich hier. Warum kann ich hier nicht das vierte bauen? Na gut. Sollte trotzdem nicht so wild sein. Hoffentlich ändert das jetzt nichts hier irgendwie am Endergebnis. Weil das ist ja quasi das. So, und das nächste kommt dann mit zwei Abstand. Okay. Uns fehlt es wieder an Ressourcen. Ich baue das Ding einfach komplett einmal nach. Mein Goldvorsprung wird dann, ne, Plus wird natürlich dadurch sinken, aber ich... I gotta fix that one. Was habe ich denn bis jetzt? Wie ist überhaupt das Verhältnis? 1, 2, 3. Okay. Das heißt 1, 2, das heißt, ich brauche noch ein Ding. Und dann bin ich good to go. Angelegenheit hängt von eurer Unterstützung ab. Und sucht aber auf zwei Inseln. Okay, wir bauen uns nochmal eine kleine Kaufmannsloge. Holen hier nochmal die Ressourcen nach. Mit der, die wir bauen, machen wir das. Weil ich... Ah, wobei ich könnte das auch hier mitmachen. Für jeden Suchtrupp benötigen wir 10 Werkzeuge. Die haben wir gerade nicht. Aber kann ich das dann auch abbrechen? Ah, ich denke, das ist ein bisschen wasted sonst. Wir haben 12. Dann mal gucken, wo muss der hin? Was ist denn das? Ist das meine 4? Ja, meine 4 ist das. Dann holt er sich das gerade hier noch ab. Hier habe ich eh genug. So, der Bäcker kommt hier vor und dann kommt noch einer. Der braucht einen Abstand. Vielleicht braucht er jetzt eben zwei. That's possible. Nee. Das heißt, das geht klar. So, jetzt muss ich da nur die Straßen verbinden. Und dann habe ich ein Ding komplett wieder nachgebaut. Das sollte die Brotproduktion halt dezent ankurbeln. Und hier kann ich gleich noch eine Bier machen. Was machst du hier? What? What? Why? Warum war mein Gewürzschiff da? Ich habe es garantiert irgendwo angeklickt. Aber ich habe nicht mitbekommen, wo. Okay. Aber der Rest läuft. Salam alaikum. Warum verkauft ihr mir immer noch Lederwämsen? Ich brauche die doch 100 pro nicht mehr. Ah, ich krieg die einfach nur über den Zoll rein. Das ist natürlich genius. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Ja, und die Gewürzfarmen hier denken sich, Alter, warum holt keiner unseren Scheiß ab? Denken sich dann auch schon meine Bauern, Alter, warum... Ja, denken sie, fuck. Hol die Scheiße da raus! Mann, ey, was mich das kostet! Dass ein Idiot seinen Job nicht macht. So, Brot müsste ja jetzt straight up besser sein. Die Dinger bauen wir aus, weil er soll gefälligst möglichst schnell seinen Job machen können. Machen hier sogar eine Verbindungslinie und ziehen die Linie nochmal lang. Ha, wobei, nee, das machen wir vielleicht später. Was machst du hier? Du suchst deine 8. Naja, die 8 kannst du dir holen.
Zack. So. Ich frage mich, ob es die Quest überhaupt noch kommt, wenn hier bald alles zu ist. So, dann wollen wir hier nochmal einen Klostergarten. Vielleicht übertreibe ich gerade vollkommen. Aber ich habe echt Angst gehabt, nachdem das eben einmal passiert ist. Das müsste doch zwei hingehen, wenn ich die hier schräg mache. Tja, wie machen wir den letzten? Fast so. Ich denke, das ist das Beste, was ich gerade anbieten kann. Und den Klostergarten daneben. Kopieren das. Actually kopieren wir das nicht. Würde sogar noch ein neunter hingehen. Aber brauchen wir nicht. So, dann bauen wir nämlich hier schön nochmal das Ding rein. Das heißt, hier könnten wir allerdings recht passend das Ding bauen. Sollte es solid passen. Guck, ob das hier... Schatzsuche ist fehlgeschlagen. Na toll. So, dann haben wir hier nämlich nochmal ein Weizending rein. Ah, da fehlt uns wieder das Holz. Alter, ich muss mehr Holz mitnehmen. Ich muss mir das angewöhnen, dass wenn ich da hinsäge, ich einfach 1 Million Holz mitnehme. Meine 4 muss jetzt noch nach da unten. Das ist gut. Ja, Leute. Ich habe immer noch nicht genug, um die City da unten zu kaufen. Ich weiß auch gar nicht mehr genau, ob ich das will. Ich weiß nämlich, ob die Plus macht. Macht die hier Plus? Suchst du etwa mich? Aber die Gesandten sind halt das, was interessant für mich ist. Aber ich könnte wahrscheinlich mittlerweile selber einen Gesandter haben, oder? Müsste halt eigentlich nur so eine Moschee dahin bauen. Produziert die ja Teppiche? Sie hat halt Tongruben. Oh ne, ist die falsche Insel. Indigo, Indigo. Indigo, Mindigo, sage ich immer. Ist halt so ineffizient, ne? Sie hat halt große Kriegsschiffe. Hm. Weiß nicht, ob sich die Dinge tatsächlich hier refinanzieren. Perlenknüpferei. Ist sie irgendwo Perlen? Oder baut sie einfach nur eine Perlenknüpferei, weil sie kann? Ah, ich weiß es immer noch nicht, Leute, ob es die richtige Entscheidung ist. Ihr könnt das gerne auch mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr glaubt, die Antwort zu wissen. Weil für mich ist das halt... Ich meine, wir haben da echt viel Geld rein investiert, damit wir das können. Und jetzt können wir es und ich denke mir die ganze Zeit nur willig. So. Most. Oh Gott, warum? Warum bricht das hier immer so schlagartig ins Negative aus? Nuria verbraucht ihr letztes Wasser. Nuria, ja, komm, hauen wir auch noch raus. Shit. Haben wir genug Werkzeuge? Ja, haben wir. Dann singen wir nämlich damit sofort zum Mosting. Alter Schwede, Leute, es ist halt wirklich Panik. Okay. Ich hätte noch mehr Werkzeuge ausladen sollen, aber es ist nicht so wild, I guess. 3 Stück. Ups. 3 Stück kriegen wir hier easy hin. Und dann können wir hier sogar noch ein Grauer hinbauen. Ein Schatz ist in. Wenn es weiter nichts ist, womit ich bin. So. Wo soll ich denn jetzt hin? Geil. Von wieder nochmal die Quest
hier müssen wir. Was kriege ich denn von dem überhaupt? Ihre Wasservorräte werden knapp. Oh, ich kriege da coolen Scheiß von. Nice. So, was ist denn sein Problem? Habe ich davon jetzt auch zu viel? Seit ich hier lebe, hat das Wort Heimat eine neue Bedeutung für mich. Der Typ trägt gerne dicker auf, aber ich bin I'm convinced. Wenn er dazu sagt, wird das stimmen. Hier müssen wir die Werkzeuge vor allem ausladen. Die Mostproduktion muss weitergehen. So, hier brauchen wir wieder mal mehr Möglichkeiten. Aber wie viele sind das hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Die Brunnen einer Noria leeren sich. Habe ich jetzt alle? Hier ist noch eine Noria, die hat noch. Habe ich nur zwei? Scheinbar. Nice. Das Quarzding hier ist immer noch nicht voll, ne? Wo ich das Kammer abgeholt habe. Das heißt, eigentlich muss die Straße hier sein. Das heißt, eigentlich muss mein Gebäude auch hier sein. Okay, dann müssen wir einmal hier die Bäume abreißen. Dann müssen wir die Straße hier durchziehen. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Müssen die Straße hier wohl durchziehen. Was ist zum Erliegen gekommen? Zinkfarm, ja. Das ist okay. Dieser bedeutsame Auftrag, wie schön. So, ich habe hier... Seid ihr selbst darauf gekommen? Ich habe... ein cooles Schiffchen bekommen. Sehr fürsorglich. Dies kann nur eine Mahnung des Herrn sein, mich in mehr Demut zu üben. So, dann müssen wir... Die kommt jetzt einmal hier runter und holt einmal Quarz ab, während wir hier wieder hochspringen. Und die Mostproduktion anschmeißen. Vier Stück braucht die. Das haben wir schnell. Die braucht auch vier natürlich. Alle brauchen vier. Passt die nächste da überhaupt noch? I guess it does. Okay. Und auch hier gehen wir sofort auf Nummer sicher. Fischerhütte. Schließlich ist Geben seliger denn Nehmen. Ich beginne mich mit euch zu langweilen. Ja, komm, geh weg. Wenn du dich langweilen willst. Ich meine, ich habe eine Antwort, verzeiht ja nicht hat bekommen, was so aufgelöst. Sondern weil du einfach ein dummes Arsch bist. Mostproduktion sollte dadurch gleich wieder gesichert sein. Ist halt alles, muss man sich hier hart erkämpfen, ne? Bin ich sogar platzsparender als eben gewesen? Kriege ich hier noch eins hin? Ist ja verrückt. Hab ich gar nicht gedacht. Aber hier passen auch vier nebeneinander, wenn man sich Mühe gibt. Ist ja nur die Frage, ob die jetzt auch alle so abgeholt werden, wie ich mir das vorstelle. Die Straße hier muss weg. Ich werde hier trotzdem mal Wälder nachpflanzen, einfach damit das schöner aussieht. Hier von mir aus auch, weil ich mir vorstellen kann, dass ich ein bisschen was weggeholt habe. So, wie sieht das hier oben eigentlich aus? 100%, 100%, alles immer nah an 100%. Ich habe eine komplette Papierüberproduktion. Indigo scheint gerade so noch zu passen. Achso, warum hole ich hier denn Holz her? Das Ding ist aber, also Papier scheint mega drüber zu sein. Aber auch Bücher, Alter. What the fuck, was hab ich denn für eine Bücherproduktion? Oder habe ich die immer noch gesperrt?
Okay. Man scheint nicht ganz so viele Bücher zu brauchen, wie ich glaube. Aber das ist ja cool, weil, wenn ich mich recht entsinne, kann ich die jetzt einfach hart verkaufen, Alter. Gucken, wie viel ich damit mache, Alter. Das könnte jetzt echt schmackhaft werden. So, meine 4 ist da, meine 7 ist hier. Meine 7 soll nämlich mal das Quarz einsammeln gehen. Und damit fährst du da mal hier hin. Weil hier müssen wir auf Dauer natürlich auch noch die Asche machen. Wo die langfristig hinkommen soll. Kurzfristig geht das hier oben. Was ist das Problem? Ja, weil Pottasche und Quarz. Ah, das kriegen wir schon hin. So, weil man kann nämlich auch einfach selber verkaufen gehen. Und Bücher müssten eigentlich ziemlich was wert sein. Da habe ich ehrlich gesagt ein bisschen mehr erhofft. Ich schlage ein. Aber naja. Trotzdem ganz nett. So will es der Herr. Ich kann jetzt trotzdem gleich da nochmal ein Buchding mehr bauen. Wonach ihr sucht. Da mal Seile holen, aber. Wenn es weiter nichts ist, womit ich behilflich sein kann. Dann machen wir nämlich das. Ganz und gar. Der Kaiser könnte sich glücken. Nice. Die sind alle wieder ziemlich happy mit mir. Apropos happy. Willkommen. 120.000, ja. Ich meine, hier leben schon eine ganze Menge an Leuten. Ich könnte auch einfach spontan überlegen, mir eine andere Insel zu holen. Produzieren die ihn hier. Wer die Macht in der Ratsversammlung hat. Schweinestall. Es ist sich halt schwer integrieren. Ne? Es müsste halt schon eine Insel sein, die irgendwie close ist. Ich glaube, weiß nicht, ob ich mit dem beef will. Der wirkt mir actually relativ strong. Was ist mit ihr? Hanf. Super ineffizient gebaut. So eine Insel zu übernehmen, da sehe ich mich auch. Aber da sind die Dinge auch deutlich teurer. Kriege ich für meine 100.000 gefühlt einen Sitz. Schon wird das attraktivste, ne? Das hier sieht schon deutlich effizienter gebaut aus. Na, da bin ich ja gespannt. Das hier unten. Es hat auch nur Indigo. Ich glaube, ich habe da schon mit das Beste, was ich kriegen kann. Wir hauen ja einfach noch ein Bücherding rein. Weil ich meine, ich habe halt viel zu viel Papier. Dann kann ich es wenigstens sinnvoll umwandeln. Große Kriegsschiffe bauen. Das stand ja auch schon länger mal drauf. So. Did I fix everything? Gucken wir mal. Gewürze sind wieder ein Griff. Brot und Bier steigt. Lederwämse durchgespielt. Bücher insane. Was ist mit Most? Most ist immer noch so hart an der Grenze des Erlaubten, ne? Most scheint immer noch so ein bisschen ein Ding zu sein, wo Leute sagen, ah! Weiß ich nicht. Ist es ein Abholproblem? Eine Produktion kommt zum Ende. Es könnte halt sein, dass es ein Abholproblem ist, ne? Aber auch das kriegen wir in den Griff. Was brauchen wir noch? Wir brauchen noch Werkzeuge da drüben, ne? Schiffern wir da einmal wieder rüber. Also ich meine, ich habe halt die Mostproduktion eben deutlich erhöht. And it didn't really matter. Zack. Ich meine, wir können hier nochmal einen Markthaus mehr bauen. Ich müsste es halt reichen. Wir werden das jetzt hier auch komplett durchupgraden. I don't care. Kann ich dir hierbei vertrauen? Wenn sie die Blockade von Kossor lässt und liefern sie. Habe ich genug Kriegsschiffe?
Ja, das sollte eigentlich gehen. So, und jetzt würde ich halt am liebsten hier einfach die komplett durchziehen. Das scheint ja echt ein Problem zu sein hier. Kann ich sogar durchziehen, ja, geil. Dass hier die Straße nicht durchgeht, ist halt auch echt schade. Oh, ich habe den A04 ge... Deswegen ging das. Deswegen war ich effizienter. Ich war nicht effizienter, ich war einfach nur dümmer. Ich war legit nicht effizienter. Ich dachte es nur. Ich Dummerchen. So. Die einzelnen Zugänge muss ich, glaube ich, nicht unbedingt machen. Das hier wäre wahrscheinlich nochmal eine. Ich meine, ich habe so viele Marker, ne? Holy shit. Eigentlich dürfte ja gar kein Problem auftreten. Ich glaube, meine 4 ist mein einziges Kriegsschiff. Wo ist denn meine 4 aktuell? Da, ja. Ich glaube, ich fahre mal hier rüber. Ich glaube, ich könnte mir auch noch gerade ein großes Kriegsschiff bauen. Ach, kann ich nicht. 950 Adlige. Kleines Kriegsschiff kann ich auch nicht bauen, weil ich keine Waffen habe. Ah. Manchmal zackt das Leben halt. Machst du nichts. Zack. Laden wir das rein, das rein. Ich könnte generell mal viel mal oben meine Schiffe ein bisschen upgraden gehen. So ist es recht. Nein, 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 nein. So, es darf mir nicht nochmal passieren. Ja, ich glaube, die zwei Schiffe da sollte ich schon kriegen. Oh, sind das zwei Kriegsschiffe? Das ist halt schon lecker, ne? So zwei Kriegsschiffe auf einmal zu kaufen, da sehe ich mich auch. Aber da sehe ich mich vielleicht jetzt gerade noch nicht. So. Heilige Mutter Teresa. Es ist... Ich habe doch eine neue... Mit der kann ich ja hier so lange rumspielen. Fahre ich einmal rüber. Und dann könnte ich hier... Muss ich wirklich Most nochmal erhöhen, ist die Frage. Ist es vielleicht eher ein Problem... des Schiffs. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Brauchen wir vielleicht mehr, muss ich denen sagen, es muss mehr aufnehmen. Brauchen die echt 40 auf dem Weg? Das ist aber auch das insane, ne? So, ich bin gespannt, was ich von dem Typen kriege, weil so oft habe ich Quests von dem jetzt in letzter Zeit auch noch nicht gemacht. Du lädst einmal... Ne, das brauchen die nicht. Ja, Hummer fährt jetzt wieder rüber, damit ich hier gleich Potasch und sowas produzieren kann. Aber wir wollten noch ein Buchding bauen. Naja, was das an Ressourcen kostet, ne? Ist schon krass. Aber ich bin ja auf dem Weg. Mal kurz warten. Dass der die Blockade nicht selber lösen kann, ist ja auch ein Witzbold, ne? Aber hoffentlich gibt er mir richtig Asche. Weil der ist ja der wahrscheinlich hier mit am reichsten ist eigentlich. Fairer Handel. Wieder 5 Lederbremse bekommen, ist halt echt nice. So. Allah segne euch für eure. So, es ist ein Blockadeschiff, aber es müsste ja eigentlich ein kleines Kriegsschiff sein. Und die kleinen Kriegsschiffe haben halt... 6 Angriff. Ich glaube, die deduzieren mich quasi die ganze Zeit, um den Ziff-Begriff zu nennen. Weil ich keine Adligen habe. Ich denke mir, dass das so ein bisschen das Hauptproblem aktuell ist. Warum? Also manchmal ist die KI ein bisschen dumm, ne? Warum kämpfe ich nämlich jetzt nicht? So, das sollte jetzt versenkt sein. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Holz für die Hütte, ja, das ist in Ordnung. Meine Werkzeuge, das macht mir Sorgen. Müssen wir nochmal rübergehen. Ich muss die beiden übrigens gleich irgendwo reparieren. Habe ich überhaupt einen Reparaturkran? Wehr dich nicht, sonst tut es wirklich. Seriously?
Ich mache gerade den Auftrag für den. Und der nimmt mir halt richtig heftig Money raus. Der Arsch. Ein Reparaturkahn. Die Blockade wurde durch ihre Schiffe zerschlagen. Den kann ich mal hier hinbauen. So. Das Schiff ist ja nicht so flott, das kann da schon mal rüberfahren. Und ich die weiße Flagge natürlich zu unserem Lord Commander bringe. Alter, was fährt der denn schon wieder für eine Kurve? Steckst du manchmal echt nicht drin. Ja, eigentlich könnten wir jetzt Adlige holen. Ich hatte halt die ganze ein bisschen Schiss, dass uns die Basic-Sachen ausgehen. Most habe ich immer noch insane Schiss. Wer die Macht hat, hat auch Feinde. Denkt daran. Und okay, wir wollten mal generell gucken, was wir so an der Effektivität noch drehen können. Lasst mich euch ein wenig unter die Arme greifen. Schön, schön. Tja, da habe ich ehrlich gesagt ein bisschen mehr erwartet für den Aufwand, den ich hatte. Die könnte ich mir eigentlich gerade mal holen, ne? Geheimes Warenlager. Also ich muss wahrscheinlich erst das vollschalten. Einer ihrer Betriebe und dann das. Das ist dann halt 100... 300. Aber das wäre jetzt schon lecker. Naja, aber andererseits kann ich mir die auch einfach kaufen. Das ist wahrscheinlich billiger, als da 300 Ruhm reinzudonnern. Nutzen die orientalische Werft. Ja, das ist da auf jeden Fall auch noch eine Option. Also der hatte nicht das, was ich mir erhofft habe. Das hat scheinbar nur er hier. Mit meiner Gastfreundschaft könnt ihr immer rechnen. Und ich meine, Fischernetze brauche ich nicht. Oh, 250 Goldmünzen, ja. Das ist ja wirklich nichts. Holzzoll ist halt auch völlig useless. Wenn ich das rerolle, kommt da was Cooles? Ich denke, dass das eher eins dieser ersten Dinger ist. Eine 4 sollte bei dir ankommen. Ob. Ja. Wollen wir für Adlige gehen? Ich meine, das ist echt das Einzige, was mich gerade abhält, ist, dass ich Angst habe, dass meine Mostproduktion zu kriegen ist. Achso, und dass ich das mit der ganzen Potter schon so noch machen wollte. Ich denke, das mache ich noch. Wir produzieren das jetzt erstmal hier oben. Könnte das natürlich später immer noch ändern. Nötig Pottasche und Quarz. Ich kann mir gut vorstellen, dass der zwei Pottaschen-Dinger braucht. Again, I have no idea. Diese Baupläne als Geschenk unseres Volkes. Meine 7. Ein Mitspieler ist in einer Stadt zu mehr Einfluss gelangt. Okay. Ja, mehr Einfluss kann er sich sonst wohin stecken. Aber dann machen wir hier nämlich die Pottasche. Achso, ich habe da auch immer noch nicht mal ein neues Bücherzentrum gebaut, was ich seit ewiger Zeit machen wollte. Dann können wir nämlich in der Indigo-Bücher Quarz hinzunehmen. Schmeißen wir das raus. Sagen, Alter, nimm da bitte auch Quarz auf. Schmeiß hier Quarz raus. Und das können wir auch rausnehmen. Alle wieder repariert. That's nice. Achso, ich muss noch einmal handeln mit dem Schiff. Jetzt ziehen wir nämlich das wieder rüber, das darüber, das darüber. Ich kann das eigentlich trotzdem gerade mit Huma machen. Wir nehmen da mal ein paar Steinchen mit rüber. Achso, nee, das brauchen wir ja dann nie, weil da Holz abgebaut wird. Weil actually könnten wir davon noch was mitnehmen. Ruma fährt da rüber. Ja, das bringen wir jetzt gerade noch zum Abschluss. Die Produktion. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren. So viel Zeit muss jetzt noch sein. Machen wir einfach noch eine zweite Pottaschenproduktion hier direkt daneben. Just in case, boys. Just in case.
Und der produziert jetzt. Und das wird er hoffentlich bis zum Ende seiner Tage machen. Effizienz wissen wir noch nicht genau. Müssen wir uns ein bisschen rantasten. Vielleicht streame ich es demnächst auch mal wieder, dann weiß ich es. Oder ihr schreibt es mir einfach in die Kommentare. Dann weiß ich es auch demnächst. Mostproduktion ist immer noch ausbaufähig. Sind wir ehrlich. Weil die macht mir aktuell mit am meisten... Oh! Das ist ein Notfall. Sonst würde ich dich nicht ja, fordert dein Tributer. Geh mir nicht auf die Nerven. Mostproduktion scheint gefixt. Da war es echt nur das Problem, dass ich da die zweite Mal 40 reinmachen müssen. Leinenkutten haben wir genug. Brot, Wein, Bücher, Leder. Gewürze actually ein bisschen am sinken. Mit diesem Schiff wo kann ist ich denn mein die Waren heranschaffen, die man folgt. Schiff? Das fährt ja von hier los. Und das muss ja hier irgendwo sein. Wo ist mein Schiff, was die Korat hat? Habe ich das schon wieder aus Versehen irgendwie abgezogen? Da müssen wir mal gerade gucken. Wirbelsturm. Hä? Wo ist Wirbelsturm? Ah, hier fährt er lang. Ach nee, auch da habe ich genug von. Der hat hier noch 30 an Bord. Sehr geil. Sehr geil, Leute. Es sieht so aus, als könnten wir für Adlige gehen. Und das werden wir in der nächsten Folge auch machen.